Du hast da voll die Ranzen. Das ist doch ein Holzbrett. Oh. Das fandst du nicht toll anfangs, wo ich das gebaut habe. Ja, aber jetzt stopp, aus. Und es ist halt, man muss halt ein bisschen auf was verstehen. Warte mal. Ja. Wie ja? Fass mal. Ist nicht mehr so wie vorhin. Ja, weil du stumpf gemacht hast. Oh, echt? Ja. Ja, aber so würde sich, so würde man sich jetzt anstellen. Halt mal fest. Das jetzt für so ein, spann mal. So eine Hausmutti. Ach, gucke mal. Warte mal. Ach, gucke mal. So, damit das scharfe Gerät hier auch mal wieder mitspielt, habe ich eine Schärfstation mitgebracht. Passt, glaube ich, ganz gut im Haushalt. Ne? Super. Damit kannst du Scheren, Messer, Stecheisen und Bohrer schärfen. Wahnsinn. Und ja, was das Ganze auf sich hat, wie toll das Ganze ist, und zwar das Ganze ist von Parkside, das erfahrt ihr heute alles in diesem Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ich bin gespannt. Du schaffst. Aber sieht auch ein bisschen sieht cool aus. Kompliziert aus. Ich wusste gar nicht, hab ich auch gedacht, wo ich anfangen soll. So, das Ganze ist vom Parkside, liegt glaube ich so um die 20 bis 30 Euro. Ich glaube direkt, also das ist ja eine Eigenmarke, glaube ich, von Lidl. Und könnt ihr da online bestellen, könnt ihr bei Amazon bestellen. Was machst du denn da? Das ist Stecheisen ist stumpf. Und ja, der Preis ist einfach unschlagbar. Und ihr wisst ja, im letzten Video habe ich einen Tellerschleifer getestet. Und ich war eigentlich sehr überrascht. Preis-Leistungs-Verhältnis, so um die 20 Euro. Ich habe, glaube ich, 29 jetzt bezahlt. Und das Tolle, alles schleifen können? Was heißt alles? Ja, wie gesagt, Messer, Scheren, Stecheisen und Bohrer, ne? Würde mir jetzt als Endverbraucher ein bisschen günstig vorkommen, aber okay. Aber deswegen testen wir das jetzt ja für euch. Ja. Und im Lieferumfang, also Pappkarton. Und du packst es gerade aus und hast auch gesagt, ja, grün. So, und wir sehen jetzt hier viel, viel Plastikzeug, aber... Viel Zubehör, aber es wirkt jetzt nicht ganz so instabil, muss ich sagen. Ja, und hier ist eine Diamantscheibe. Ob das wirklich Diamanten sind, das glaube ich nicht. So. Also wird gar nicht so... Wir bauen das Ganze jetzt zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Also ich hatte auch noch nie eine Schärfstation irgendwie mit zu tun. Von ja, daher. Weil ich ja scharf genug bin. Ne? Nee, das meine ich so, pass gar auf. Nicht. Also ganz einfach zu erklären. Ich brauche gar keine Bedienungsanleitung. Ich glaube, wir haben hier verschiedene Aufsätze. So, hier ist. Du bist so ein Handwerker. Für Bohrer. Aber Frauen. Das ist auch für Bohrer, um einzuspannen. Oh Gott, das ist ganz schön. Also es ist alles aus Plastik. Hier ist der Motor. Hier ist der Stein drauf. Und hier sind die verschiedenen Aufsätze. So. Kannst auch hier reinstellen. Ganz schick gemacht. Ja, ich weiß, aber es ist nicht so wirklich selbsterklärend. Ich wüsste gar nicht, was kommt denn hier rein? Das da einfach nur die Dinger hier zu. Wo setze ich denn mein Messer an? Das ist hier für Stecheisen. Zack. Dann rastet es ein. Ja, aber woher weiß man denn das? Ja, das sieht man jetzt hier. Das sagt der Tischler oder sieht der. So, ja, okay, aber dann ist es tatsächlich für den Profi. Also nein, das kriegst du auch so. Guck ja, okay, mal, also ein Stecheisen. Ja. Normalerweise stellt man das rein so. Ich sehe das und nicht, das ist da. Es schon hier, wenn ich das neige, kommt es hier gegen. Das heißt, ich muss das hier doch abmachen. Jetzt funktioniert das Ganze nicht. Okay, warte mal. Lass uns mal mit dem Stecheisen anfangen. So, rein, zack. Jetzt kannst du hier die Gradzahl einstellen. So ein Stecheisen hat in der Regel... Ich glaube 22,5 Grad. Keine Ahnung. Wir können es auch einfacher machen. Wir setzen es an und peilen einfach die Gradzahl rüber. Guck mal. Soll man das nicht hier reinstecken? Nee, das ist die Führungsnot. So. Was ich jetzt persönlich sehr, sehr fraglich finde, ist... Wofür ist das? Ist auch schön gemacht hier, ne? Mit Magnet. Hier rein? Nee, damit schiebst du. Das Stecheisen musst du ja über diesen Schleifstein rüberschieben. Links, rechts, links, rechts. Damit es nicht so warm wird, weißt du? So, guck mal so. Zack. Okay. Und dann hast du hier auch einen Schutz. Und dann schärfst du einfach. Was mich jetzt persönlich ziemlich stört, ist, Plastik hin und her ist ja jetzt vielleicht nicht so relevant. Aber guck mal, hier siehst du, was das für Spiel hat. So wackelig, ne? Wackelig, ne? Mhm. So, Anschalter. Ach so, dann hast du ja auch wieder nichts vom, dann hast du ja wieder nichts von dem Winkel, wenn das noch so viel Spiel hat. Nee, dann ist es eigentlich nicht wirklich toll. Ist es nicht echt, und also du nicht müsstest, gibt es hier irgendwie eine Vorrichtung?
Guck mal in der Bedienungsanleitung. Ja, aber guck mal, da ist noch so ein Stütz zum Festziehen, ne? Wo? Ja, dass man das irgendwie festmacht, dass das nicht so viel Spiel hat. Gibt es nämlich nicht. Ich finde immer Beispielbilder ganz toll oder Skizzen, ne? Nee, ist nicht. Sind jetzt hier nicht. Gut. auch nicht. Wir machen es einfach mal so. Achtung, wird laut. Und es ist wirklich eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Uhr. Ach du Scheiße, nimm mal deinen Daumen da weg. Ah, dein Daumen! Hä? Da, die Funken. Das ist schlimm. Also, es ist ziemlich wackelig. Ist nicht heiß? Ein bisschen. Siehst du die Schnalle, die wir jetzt angeschafft haben? Ja. Es funktioniert. Es ist aber schief. Aber ist es richtig so? Ich wollte gerade sagen, es sieht jetzt. Ist total schief. Ich versuche mal weiter, mein Glück. Oder willst du mal machen? Nee, die Funken, das ist ja voll hoch. Das ist zu wackelig. Das ist zu wackelig. Also es funktioniert, aber ja, gut. Aber ne? Was willst du erwarten für 18 Euro? Ne? Ist okay, ne? Du kannst die Neigung hier einstellen. Es funktioniert. So, okay. Lassen wir das erstmal so stehen. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal, was wollen wir als nächstes schärfen? Wollen wir mal... Dein Bohrer oder nicht? Nee, Scheren und Messer. Bohrer so, machen wir zum Schluss. Achso, dann ist das ja doch selbsterklärend. Okay, ich muss das revidieren. Doch selbsterklärend, weil hier ist ein Symbol, das habe ich erst nicht gesehen, für Stecheisen. Hier habt ihr das Symbol für Bohrer. Also eigentlich ganz gut zu erkennen. Dann ist es ja doch relativ gut erklärt. Und hier dann für Scheren und Messer. Also ich habe jetzt hier eine Tapezierschere. Okay, und eine kleine Schere. Und eine kleine, aber ich glaube, die ist noch relativ scharf. Ja, testen wir mal. Ja, man sieht das. Ja, die ist noch scharf. Ja gut, dann dürfte es sich ja vom Schleifbild her nichts verändern. Und wir haben hier noch eine kleine. Die ist ziemlich sauber. Und die ist ziemlich nicht klebrig. Aber gut. Also, was ich noch erwähnen muss, wir haben gerade festgestellt, wenn ihr es hinstellt, also ihr müsst irgendwie mit einer Hand das Ganze festhalten oder ihr schraubt das fest, ihr habt unten nochmal 4 Löcher. Damit könnt ihr das Ganze beispielsweise an einem Werktisch oder am Brett oder sowas festschrauben. Der Aufsatz hier, hat Steffi ja auch gerade gesagt, es gibt hier so schöne Symbole, ne? Eigentlich selbsterklärend. Könnt ihr auch nur einmal reinstecken. Und dann macht es einmal Klick und dann ist das Ganze fest installiert. Ziemlich wackelig und ich glaube, der Winkel dürfte nicht so exakt sein. Aber ich hatte bei dem Tellerschleifer, habe ich auch anfangs gesagt, der Winkel stimmt nicht 90 Grad, weil das ein bisschen gewackelt hat. Und es war wirklich exakt auf 90 Grad. Es hat gepasst. Hm. Also war ich sehr überrascht. So, ich denke mal, jetzt ist das hier für Messer und für Scheren das Gleiche, ne? Schere ist hier... Aber das sieht nicht aus, als wenn da was rein... Das ist ziemlich... Also, nee. Wir kommen hier auch auf hier ein Gehäuse drauf. Das, ne? Ja, ich denke auch. Da ist das. Soll ich versuchen? Ja. Hältst du mir das Gehäuse fest? Ja. Da kommen auch ein paar Funken dann. Ja. Oh Gott, hab ich ja schon. Scheiße. Oh Gott, nicht. Kannst du nochmal. Schade, haben wir das Bild nicht drauf. Halt mal bitte fest. Ich mal oh Gott. Oh, das stinkt voll. Oh, ich hab. Boah, ist das laut. Aber er schärft. Ist man nicht immer eigentlich so schräg? Er macht. Ja klar, also das, ich denke jetzt auch nicht... Aber man verklemmt halt, ne? Guck mal, siehst du die Schneide? Ja. Das ist die ungeschärfte. Also du siehst, der Schliff hier ist viel, viel feiner vom Original. Mm. Und hier... Sehr grob, ne? Sehr grob. Mm. Aber ich merke auch hier gerade einen kleinen Grat. Mm. Also die... er hat das angeschärft. Mm-hmm. Wahrscheinlich ist es jetzt... Es hört sich sehr rau an. Das man muss es, wie gesagt, in Graten. Es gibt einen Schleifstein, einen Abwärtsstein, da kann man den Grat entnehmen. Na, da habe ich ja Lust. Erst damit und dann noch das andere. Ja. Sollte das nicht es alles in einem aber, sein? Warte mal. Kein Unterschied, oder? Kein Unterschied.
Wir müssen vielleicht nochmal die andere Seite. Ja, jetzt schneid dann. Hier, mach doch mal die andere Seite erstmal, bevor das Ganze weg ist. Nee, lass es. Also, es geht ja darum, ob es funktioniert. Ja, eine stumpfe Schere hast du jetzt nicht, ne? Ja, aber sie war. Aber es funktioniert. Aber es ist richtig laut, ne? Ja, gut. Hast du ein Messer? Die andere Seite noch. Ich habe eine bessere Idee. Lass uns ein Messer besorgen, was stumpf ist. Das machen wir scharf. Das ist stumpf. Das ist auch richtig stumpf. Mach mal auf Messer. Pass mal auf. Mach mal den Test. Geil. Okay, es ist echt stumpf. Und wo ja? Wir das machen? Nimm mal die andere Seite. Dreh mal um. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ist auch stumpf. Hast doch recht. Es ist stumpf. Okay, pass mal auf. Jetzt haben wir Schere, hat funktioniert. Aber wir können jetzt nicht sicher gehen, ob die wirklich angeschärft worden ist. Mhm. Ich versuche mal mit dem Messer, okay? Bist du bereit? Bin bereit. Okay. Da das Messer ein bisschen gebogen ist, musst du halt mitgehen, ne? So, es ist schon warm. Und es ist, es fühlt sich, da ist ein ganz, ganz großer Grat dran. Ich fass mal rüber. Die Hobel, meinst du, die Metallstiele? Nee, ja, genau. Nee, will ich nicht. Nee, dann habe ich das nachher am Finger. Nein, hast du nicht. Fass, doch. Fass mal an. Nee. Da passiert nichts. Merkst ja. du? Oh Gott. Ja, ja ist, das ist rau. Wie Schleifpapier. Ja, ich habe ja nicht so eine Finger. Wie macht man das weg? Ich nehme jetzt einfach meinen Hobel. Eigentlich muss man... Boah, aber das darf man doch gar nicht. Doch, wir nehmen jetzt schon den Grat weg. Ich nehme so einen Lederriemen oder einen Schleifstein. Habe ich jetzt nicht dabei. Das schöne Holzbrett muss jetzt da herleiten. Du hast doch voll die Ramschen. Das ist doch ein Holzbrett. Oh. Das fandst du nicht toll anfangs, wo ich das gebaut habe. Ja, aber stopp, aus. Ja, ich will diesen Grat weg haben. Fass mal rüber, ist das ein bisschen besser? Boah, nee. Doch. Nee. Doch. Du hast keine, nee. Hast keine Ahnung. Doch. Ich gebe dir mal jetzt mein Ding, damit machst du es weg. So, ist Schneidtest? Ich nicht wirklich, ne? Warte. Wie dein Ding. Ja, mein Schleifding. Bin gleich wieder da. Blatt Papier? Nee. Also ich... Es hat es geschärft. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist, dass das da wirklich dieser... Was gerade... Guck mal hin, bitte. Da hängt, das ist richtig old. Siehst du das? Es hat die Schneide stumm gerade gemacht. Sag ich doch mit dem schief, das meine ich das doch. Das funktioniert nicht. Lass uns mal, guck mal, siehst du diese Schneide hier? Wir machen es falsch. Ja, das muss immer schräg. Deswegen nimmt man ja diesen komischen Dings, wo man immer das so schräg rüberzieht. Das heißt, du meinst den Schleif, das heißt, das, ja, das Doofe ist das halt, dass wir hier muss. Keinen richtigen Grat einstellen können. Das heißt, wir brauchen jetzt auch gar nicht weitermachen, weil dann versaust du das Messer auch noch. So muss man das vielleicht, ist schräg. Willst du mal ausprobieren? Ich halt? Nee, irgendwie nicht. Der passiert nicht. Uah. So, boah, ist das scharf. Das ist nicht scharf, das ist scharfkantig. Ja, scharfkantig. Das heißt, da ist ein Grat dran und ihr könnt es, also ich versuche es sogar gleich aufzunehmen, aber wie ihr sehen könnt... Das ist die Klinge wie weggefressen. Die ist weggefressen, es ist kein Messerschärfen, tut mir leid. Also wir müssen wirklich ehrlich sein. Also das geht nicht. Stecheisen, ja. Da muss ich ja nochmal nacharbeiten, Schere, okay. Was wir jetzt noch haben, ist hier ein Bohrer, ein Metallbohrer. Oder machen wir es falsch? Nein, glaube ich nicht. Da, warte mal, was ist denn das für ein... Nein, das ist die Drehrichtung vom Stein. Pass auf. Die dreht sich so. Ach so, ist nur ein Teil. So, okay. So, und wir sehen auch hier schon ganz schön viel... Ist das jetzt Schleifstaub oder ist es vom Stein? Vom Diamantenstein? Stein, denke ich. Also es ist ja schön, dass da ein Ersatzstein dabei ist, ne? Mhm. So, jetzt gucken wir uns dieses schöne Teil mal hier an. Das kann man drehen. Mhm. Da steht hier auch, aber wofür? Für einen Bohrer. Mhm. Du siehst, der Bohrer hier hat eine Schneide in die Schräge. Mhm. Und damit, der wird immer so hin und her. Aber ich bezweifle, ob das funktioniert. Nicht, dass du den jetzt versaugst, den Bohrer. So wie die Messer. Ja, der ist auch stumpf. So, und jetzt? So ein Metallbohrer ist ja so, ich kann, das schlechteste ist sechskantig oder was? Nein, du hast eine leichte Schräge drin. Mhm. Jetzt drehen wir den halt immer, ne? Du musst halt ich wollte gerade sagen, musst jetzt jede Drehung abdrehen, also jede Schräge abdrehen, ne? Genau, ja. Jetzt machen wir wieder an. Ja,
es ist dicht genug, ne? Ja, du musst es halt immer einstellen. Nee, ich weiß nicht. Ach du Heiliger. Was ist das denn? Das geht definitiv nicht. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon so eine Maschine hat, dann soll er uns mal ein paar Bilder schicken, aber... Du musst halt... Es ist viel, viel Fummelarbeit, ne? Können wir nochmal die Messer... Und ich kenne, es gibt ein Video von mir, das ist schon ein bisschen älter, ja? Und da habe ich dir mal Zuschauer gezeigt, wie du einen Bohrer per Hand anschleifen kannst. Das heißt, du hast einen Stein und dann kannst du... Also ich, das begeistert mich nicht so wirklich. Aber ich will es nochmal richtig machen. Wir haben es falsch gemacht. Mit dem Messer, ja. Ja, können wir gerne machen. So. So, wir sind fertig. Und ja, soll ich mein Statement dazu abgeben oder willst du zuerst? Nee, ich halte mich mal kurz, schnell und bündig. Also, das Ganze, man muss bedenken, 20 Euro. Um die 20 bis 30 Euro kostet das Ganze. Es funktioniert zu 50%, sage ich mal jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt. Es macht, was es soll. Also wir kriegen da was rangeschärft. Das Problem sehe ich jetzt, dass es, wir können die Grad an der Gradzahl, an der Neigung. Wir können das nicht einstellen beim Messer oder bei der Schere. Dadurch kriegen Spiel wir nicht. Ist zu groß. Das Spiel ist zu groß. Dadurch kriegen wir keine richtige Schneide angeschärft. Mhm. Wir machen genau das Gegenteil. Beim Stecheisen sah es ein bisschen anders aus. Ein Stecheisen muss man in der Regel dann auch nochmal abziehen. Mhm. Genauso wie eine Schere und ein Messer. Mhm. Und da hat man nochmal einen kleinen Schleifstein und einen Lederriemen oder sowas, wo man das abziehen kann. Aber der Endverbraucher kauft sich ja so ein Gerät, weil es einfach schärfen will und loslegen will. Ne? Du willst ja nicht nochmal extra Sachen kaufen. Du willst dann danach fertig sein. Vielleicht haben wir es auch irgendwie falsch bedient, ich weiß es nicht. Das könnte auch sein, aber wir haben ja nicht mehr als dieses kleine Bedienheft. Da hast du vorne einmal zum Umklappen, hinten einmal. Und anhand dieser, keine Ahnung, 7, 8 Bilder oder weniger, sollst du da jetzt irgendwie hantieren können mit. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Der Preis, okay, es ist nicht sehr teuer. Es kann was, es macht was, aber das Wie ist eher so fragwürdig. Hm. So würde wir haben 3 Jahre Garantie. Lassen. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal zurückschicken werden. Ich glaube schon. Also ich möchte es nicht haben. Tellerschleifer fand ich allerdings aber eigentlich ganz gut vom Parkseite. Warst du jetzt nicht mit dabei? Ich habe jetzt nochmal ein drittes Produkt, was ich nochmal testen werde für euch. Das lag preismäßig bei 130, 140 Euro. Mhm. Ist eine ganz, ganz andere Richtung. Ich habe mir mal gezielt 3 Produkte ausgesucht. Mhm. Und ja, ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Ja, mit einem heißen Gerät an meiner Seite. Naja, nicht das. Nicht das, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Und ich würde mal, oder wir möchten mal ein bisschen von euch, habt ihr das Gerät zu Hause auch schon im Einsatz? Oh ja. Habt ihr vielleicht ein anderes Gerät im Einsatz? Oder vielleicht habt ihr andere Erfahrungen? Und was für Erfahrungen? Vielleicht waren wir auch gerade zu blöd und haben es falsch bedient. Vielleicht bombardieren sie uns jetzt mit, oh Gott, weiß was ich habt nicht. Ihr gemacht? Auf jeden Fall euch freuen wir uns auf eure Kommentare und sagen bis nächste Woche. Genau. Ciao. So, machst du jetzt einen Kaffee? Ja. Kaffee funktioniert wenigstens. So, Schere war ja scharf, ne? Nee. Achso, ja, die ja. Aber die Messer, bist du dann nochmal hier.